Wir haben heuer im 32. Marklauf bereits durchgeführt. Eine Laufveranstaltung im Prinzip für Jung und Alt mit Nordic Walking Bewerb. Wir schauen einfach, dass wir bei unserer Veranstaltung so gut wie jeden sportlich motivieren können. Und das ist uns, glaube ich, heuer extrem gut gelungen wieder. Was heuer anders war, ich kann es nur sagen, zum letzten Jahr heuer haben wir extremes Glück gehabt mit dem Wetter. Das war ein Wahnsinn. Und was wir anders gehabt haben, wir haben da ein bisschen beim Catering ein bisschen was anders gehabt. Wir haben den Menschen ein bisschen was anders geboten mit Steckelfisch und so. Im Prinzip ist aber das meiste gleich geblieben. Ich habe aber, wir haben sich aber gedacht beim Vorstand, die Hauptlaufstrecken dann ein bisschen ändern, damit wir ein bisschen ein Tempo ausnehmen von den ersten körlichen Kurven. Jetzt sind wir gegen Uhrzeigersinn gelaufen. Aber im Endeffekt war es im Prinzip beim Alten, es war im Prinzip extrem super dabei. Die Herausforderung heuer war wirklich, ich bin am Mittwoch von der Arbeit heimgekommen und ich habe eine Fräskante nach dem anderen zu den Leerratsfeld und da bin ich einmal aus den Wolken gefallen. Das war eine richtige Challenge für mich. Ich habe mir schlaflose Nächte bereitet bis zur Veranstaltung heute. Und ja, wir haben einfach das Beste draus gemacht. Wir haben geholfen, das war super organisiert. Der Hagandi, unser Moderator, hat im Just-in-Time eigentlich Leute organisiert, die was bei den Fräskanten gestanden sind. Achtung geschrien haben, wir haben einfach hingewiesen. Und wir haben das auch als Läufer-Feedback war heute einfach so super. Es war jeder vorbereitet drauf, es hat sich keiner weder mehr. Das war nämlich meine Angst, dass einfach da irgendwas passieren kann. Aber es hat einfach jeder gesagt, er war gut vorbereitet und es ist super runtergelaufen. Das war unsere Challenge, die hat mich einfach lang bearbeitet, aber wir haben es super, super gemeistert. Ist einfach immer so, der Daniel hat mir, was du ansprichst, da extrem viel mitgegeben, hat mich irgendwie so indirekt einmal gut vorbereitet. Ich war lange schon einige Jahre in dem Team dabei und ich denke jetzt noch ein paar so Kleinigkeiten auf, was kurzerhand passieren, denke ich mir auf, wie er sagt, du kannst das auch nie zu 100% managen, es kommt immer irgendwas Unvorhergesehenes. Das mit der Ruhe muss ich mir noch angewöhnen. Ich bin immer nervös, ich freue mich Monate vorher schon auf den Lauf. Aber die Wochen davor der Veranstaltung ist einfach für mich so einfach eine Grundnervosität einfach da. Aber die kehrt dazu, weil wenn ich zu entspannt war es wahrscheinlich auch nichts. Also ich bin aufgeregt und am Tag vor der Veranstaltung renne ich immer wieder ein Loch am Motor, weil es einfach super ist, wenn sich einfach so viele Leute in der Eröffnung bewegen. Das wollen wir halt mit unserem Laufverein etablieren. Also ich habe es nur gesehen, ich war Schlussfahrer, Vorfahrer bei den Läufen und habe nebenbei bei den Zuschauern geschaut. Und es war extrem gut besucht, wirklich, die Kinderschülerläufe waren extrem gut besucht. Hauptlaufstarter haben wir auch wieder ein Plus gehabt zum letzten Jahr. Da muss ich sagen, ich habe mich extrem gefreut am Mittwoch beim Vormeldeschluss. Wir haben 370 Vormeldungen gehabt, das waren 70 mehr als letztes Jahr. Es war haben wir angenommen, ich habe spekuliert ein bisschen mit einem kleinen Rekord. Also es für viele Veranstaltungen sagen, sie haben noch Nachwehen, sie kommen nicht mit den Starterzahlen post-Covid hin. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben mit 500 Starter circa, sind wir schon fast wieder auf Rekordniveau. Also der Lauf ist heuer extrem gut angenommen. Ich bin mit den Zahlen extrem zufrieden. Vor allem auch beim Kinder-Schülerlauf. Es war ein extrem starkes Teilnehmerfeld. Auch die Eltern, die dabei gestanden sind, das hat sich jeder feiern können. Ich bin extrem zufrieden mit den Starterzahlen. Ergebnis von mir. Ich muss sagen, ich habe mich
optimistischerweise wieder für den Hauptlauf und für den Staffellauf angemeldet. Und das Ergebnis beim Hauptlauf, ich bin so optimistisch angelaufen, es waren 4 Runden. Die erste Runde bin ich so wirklich gelaufen wie immer und in der zweiten Runde ist dann so eine Rückmeldung gekommen von meinem Körper. Hey, du hast die ganze Woche viel da. In der letzten Urlaubswoche mit den 13.000 Höhenmetern, das hat sich auch noch ein bisschen gezeigt. Also war es ein bisschen dann so ein kleines Auslaufen, aber es war für mich ein Genießen einfach. Bei mir, bei der Veranstaltung zählt mein Ergebnis für mich gar nichts. Es ist einfach rein das Gesamtergebnis von der Veranstaltung, was ich aufsage. Und das war einfach rein die Teilnahme. Der Staffel siegt dann hinterbei. Das ist so das kleine i-Tüpfelchen gewesen. Das war extrem cool, ein cooles Feeling. Und ja, also sportliche Hinsicht, das sagen wir so, es hat auch wieder so, es war okay und super eigentlich. Ein großes, großes, großes Danke für alle Helfer heute. Es war jetzt mega. Also ich kann mich wirklich am Freitag, Samstag, Sonntag kann mich auf so viele Leute verlassen. Es kommen vom Verein so viel, es helfen viel mit, es bleiben manche länger, als wir es gesagt haben. Sie haben gesagt, bis 4 Zeit, dann bleiben es vielleicht noch bis 6. Weil es den Helfergedanken haben. Also an das sage ich mal einen schönen Dank und auch rundherum an alle freiwilligen Helfer, die was nicht beim Verein waren, aber auch einfach dann trotzdem geholfen haben, auch so bei der Strecke und so geschaut haben. Und natürlich an die Feuerwehren, an die Polizei, was die ganze Geschichte auch abgesperrt hat. Und an alle rundherum, die was uns unterstützt haben und auch an alle, natürlich an alle Starter, was da waren, weil ich sage immer so, es gehört das Gesamtpaket dazu. Und so ist das im Prinzip so Lauffest geworden und auch mit den Teilnehmern, mit den Zuschauern, mit allem drum und dran. Ein großes, großes Danke an alle.